Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst einmal an Herrn Dr. Backhaus. Ich habe Ihnen sehr gut zugehört, überhaupt keine Frage. Ich danke Ihnen auch für die Ausführlichkeit, weil es mir dann eins erleichtert, ich kann von vielen abweichen. Deswegen will ich nur Anmerkungen zur Einbringung von den Linken machen. Ich stelle mir schon die Frage überhaupt, welches Selbstverständnis Sie vom Regierungshandeln in Bezug auf Nachhaltigkeit überhaupt haben. Wenn Sie sagen, Mecklenburg-Vorpommern kann mehr, so haben Sie sich ausgedrückt, dann frage ich mich in der Tat über Ihr Selbstverständnis. Mein Selbstverständnis ist, dass wir alles handeln und tun, warum wir hier die Verantwortung tragen, ja in die Zukunft gerichtet ist, für die künftigen Generationen, für Mecklenburg-Vorpommern, damit wir für alle Generationen nachhaltig, ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig eben wirtschaften. Das ist doch das Selbstverständnis von allen, ob es die Exekutive oder ob es die Legislative ist. Das heißt, eine gesonderte Verantwortung da rauszustellen, ist für mich ein Selbstverständnis. Zudem haben wir eine Verfassung, die uns dazu verpflichtet, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu schaffen. Dazu sind wir verpflichtet. Also deswegen weiß ich nicht ganz, wie ich das jetzt einschätzen soll, Ihr Selbstverständnis als solches. Das ganze Handeln und Tun, was wir tun, sind wir der Nachhaltigkeit verpflichtet. Wenn ich das nur am Beispiel, Herr Backhaus hat genügend Beispiele gesagt, aber wenn ich das am Beispiel vom Wirtschaftsministerium sagen darf mit einem Satz, es ist doch selbstverständlich, dass alles, was dort getan wird, auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum in Mecklenburg-Vorpommern ausgerichtet ist. Da kann man doch nicht unterstellen, dass nicht genug tat, Mecklenburg-Vorpommern kann mehr und dergleichen. Und zudem, das hat Herr Backhaus auch gesagt, haben wir vor eineinhalb Jahren hier einen Koalitionsantrag ja auf den Weg gebracht, der eben dann auch sagt, dass wir in den Handlungsfeldern Wirtschaft, Digitalisierung, ländliche Räume uns hier verpflichten sollen und zuarbeiten sollen. Und im Bund ist ausdrücklich gesagt, dass die Länder in einzelnen Bereichen eben dazu beitragen sollen. Und das tun wir. Das heißt, Ihre Unterstellung, dass wir die eigenen Beschlüsse missachten oder unseren COA-Vertrag nicht erfüllen, genau das Gegenteil ist der Fall, genau das tun wir. Und deswegen brauchen wir Ihren Antrag nicht. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Herr Schulte.